Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid, und herzlich willkommen zu dem angekündigten Journey-Format. Freunde, wir haben ja The Journey 2017 und 18 schon gespielt. Jetzt kommt 2019 und das ist das letzte The Journey mit Alex Hunter. Ich glaube, das ist ja das erste Story-Game, womit wir ja gestartet haben überhaupt. Und ja, Freunde, ich will nicht allzu viel drum herum reden. Das ist ja jetzt die Fortsetzung von den letzten beiden. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich sagen, los geht's. Previously on the journey. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know. There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! I'm ready! Come on! I just love playing football. It's all I know how to do. Good luck on a new season. Cheers. Images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. That is not what happened. We've been had. Michael! You gambled my career just to get back to the big time! It's not like that! What's it like then? Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. It's a chance for a new beginning, son. Hey, man. Welcome to LA. It's like a different world out here. I've seen the footage on the TV. A-listers. Glad you came. Man, thanks for having me. Swap shirts after the game? I will see what I can do. But you've been playing out of your mind, man. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Dad? Telling me this is my sister. Didn't know you played. Yeah, it's in the blood. All I'm doing is fighting every inch of the way to play the game I love. Well, 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 look who's back from La La Land. Everyone's watching me, waiting for me to be the next Alex Hunter. It's time to stop trying to make everybody laugh. It's time to start earning some respect. Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you. Atletico, PSG, Bayern. Alex, this is Beatrice Villanova. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. City, was ist der Spieler nochmal? Was? Der Aguero, sein Urgroßvater oder was? Walker? Ah, der Opa! Das war noch frisch, mal. Richtiger Matsch. Aguirre, sein Urgroßvater. Hundredth goal's been hard to come by, eh, Jimmy boy? No harder than the first 99. Don't be thinking you'll be getting it now, my son. Okay, jetzt sind wir hier wohl. Oh, wir haben das Tor geschossen. Achso, wir sind City. Ich dachte, die Hellblauen sind City. Okay. Okay. Ist das jetzt dein 100. Tor? Sieht so aus, als wenn das Wunder von Bern war. Jim Hunter. 70. Minute. Okay, dann machen wir mal weiter. Zum Glück ist das jetzt keine Foot Weekend League. Da würde ich wieder gar nicht mal am Ball kommen, ey. Okay, vielleicht hier auch gar nicht.
Und die Technik, die früher angewandt worden ist, total altmodisch. Gar keine Beweglichkeit drin. Wir müssen unbedingt jetzt noch ein Tor schießen, damit wir hier als die Helden gefeiert werden. Ah, voll die Unbeweglichkeit, ja. Ey, der hat mich gestört beim Schießen, Mann. Mach doch schneller. Ist ja noch schlimmer als in der Weekend League. Schwierig jetzt da durchzukommen, weil die sind so sehr unbeweglich. Ich hab nach rechts gelenkt! Ich hab nach rechts gelenkt! Was ist das denn für eine Blamage? Das ist doch ein Witz, ist das. Ey, das ist doch ein Witz, Mann. Digga. Ich hab nach rechts gedrückt, der köpfte nach links. Scheiße. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir selbst nicht mal dieses Spiel gewinnen können, ja? Geht doch mal. Meint ihr, wir können es noch schaffen? Komm, komm! 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 Lauf, 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 lauf! Schade. Schade, schade, schade.
Schade, Leute. Ey, dieses Eigentor, ne? Das hätte gar nicht sein müssen. Ich hab mal rechts gelenkt. Der hat nach links gedrückt, ja. Das ist total irrsinnig. Believe they played football on the telly back in the Stone Ages. Oi, show some respect, yeah? Giza's right. It's a bit of history right there. Ooh, furry one, your bro, isn't he? Don't make him angry. You won't like him when he's angry. Best believe that. Of course, back then, we didn't have all the fuss you lot get these days, you know? We played for 150 quid a week if we won. Really? To us, it was all about just playing a game. Hey, look at that. Sweet as a nut, eh? Not easy keeping a shot like that on target. Should we get going? LA traffic? Okay. Here, let me help you with a bag. Oh, no, Jim, don't you worry about that. You stay there. I've got the bags. You want to take it? I gave it to you. Borrow it then. Share the luck. Just give it back when you finish, though. Alright. Right, we gotta catch this plane. I cannot miss it or Butler will have my head. I can't believe you gave me time off for training as it is. Mate, I cannot believe that. I'm mad, isn't it? Last time I drove to LAX, we were going to Japan. You what? You what? I'm from England. It's English. You're the one with the accent. Sports presents. See ya. Your training up until now should give you the confidence to move forward with your full potential. Training 2018. The women here are the ones we want to take all the way to France. But to get there, you have to earn it. Every day. Butterflies, right? I hate them. Persönlichkeit eines Charakters verändert sich anhand deiner Entscheidung in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine von drei persönlichkeitsbasierten Antworten entscheiden. Die Persönlichkeit des Charakters beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Frech, nerdig, ausgeglichen. Ja, kommen wir mal. Kommen wir mal nerdig. Ich will bloß allen zeigen, was ich kann. Ich bin unheimlich nervös. Ich muss mich an die Arbeit machen. Just want to show them what I can do. It's hard to be nervous. I am. You? Everyone here is. Nerves are good. Shows you really want it. Warm up a bit? Yeah, sure. You made a heck of an impression against Germany. I know we didn't win, but you changed the game when you came on. Yeah, but this isn't a friendly, is it? And I'm like the youngest one here. Are you trying to make me feel old? No. You ready, Hunter? Chomping at the bit, coach. All right, well, show me. Ladies, line up with the cones. Passing patterns. Im Training kannst du auch bestimmte... Oh, Alter, wie viel?
beginne mit einigen grundlegenden Trainingsübungen und versuche mindestens Today feels like a nice day for a little practice. What do you say? Heute sollten wir... Ja, natürlich müssen wir trainieren. Trainingspflicht. So. Flachpass. Passe zur markierten Spielerin. Ja. Muss ja nicht all so Weltklasse schwer sein. Ach so. Oh, falsch. Okay, Leistungen sind exzellent. Schießen Basis. Erziele möglichst viele Tore. Tipp dein Ziel, den Schusswinkel fest. Das Halten der Schusstaste legt die Schusshöhe fest. Ja, oha, wohin? Die trifft ja die ganze Zeit die Latte, besser als Ronaldinho. So knapp, okay, ja, kann man so lassen. Erobere den Ball durch Grätschen von der Gegnerin. Attackiere die Gegnerin von vorne oder von der Seite, um Fouls zu vermeiden. Excellent. That's it. And don't forget to see the medical team if you're named. Danny Williams Team. Danny Williams spielt für den Premier League Club deiner Wahl. Bei jedem Verein gibt es unterschiedliche Erwartungen und Belohnungen. Bei einigen Clubs ist der Sprung in die Startelf unter Umständen leichter, dafür können Gehälter und Boni jedoch niedriger liegen. Wähle den Premier League Verein, bei dem Danny Williams unterschreiben soll. Also soweit ich weiß, müsste er letzte Saison bei Newcastle gewesen sein. Ein anderes Team habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die einzigen Teams, die mir einfallen würden, wären entweder City, Wochengehalt bei 3.000 Pfund, oder Liverpool, 2.600 Pfund. Boah, krass, City ist sogar älter, 1880 sind die gegründet, Liverpool ist 1892. So alt? Krass, sogar 1878 Everton. 1899 Hoffenheim, das ist aber Bournemouth. Crystal Palace, bisschen später. Also, City ist anscheinend, ne. Leicester City ist 1884. Oh, Everton ist bis jetzt das älteste, okay. Was haben wir noch? Krass, Wolverhampton ist noch älter. Ey, so alt? Kranke Zeiten, ey. Kranke Leute. Okay. Freunde, City oder Liverpool, welche Entscheidung würdet ihr treffen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich sie im Nachhinein nochmal lesen kann.
Und ja, eigentlich wollte ich Liverpool, aber da das Gehalt ja lockt, ne, sag ich mal, nehmen wir City. Ja, komm, nehmen wir City. Ich wollte gerne Liverpool nehmen, aber sehen was. Excuse me! Oi! Do you know what's worse than being late for training? Slipping on a wet floor and ending your season. Michael? Why are you late anyway? Well, I just came from a meeting with Roger about investment opportunities and, you know, you gotta speculate to accumulate and all that and everything. Right. What are you doing here? Well, I had some meetings of my own. About my number one client. Your only client, you mean? But you saved the best to last, didn't you? That's what you did. Right, so what is it? Because I've got to get to training, or really have. Butler's going to kill me if I'm late. I know last season was tough, but the way you turned it around, League Cup final, we came that close. Yeah, I know. That little Gaz keeps reminding me, you know, joys of social media. Truth is, the club's in two minds about you. Der Club ist wegen dir geteilter Meinung. Ich bin so Williams. Das wird meine Saison. Ich muss mich anstrengen. No, 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 they can't be. This is gonna be my season. I'm gonna lead this team to glory. That's the spirit. Starting with pre-season, am I right? Now go and show this club you're indispensable. And remember, you're my number one client. Danny? Yeah, what? Training? Oh! Butler's gonna have my head! I gotta find another job. Krass. It's a lovely day at the office, chaps. Let's get some work done. Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. So, wo ist denn der Danny Williams? Okay, schon gesehen. Also es war alles Starspieler hier, ne? So, heutige Trainingseinheit. 5 gewinnt. Okay. Ey, was war das denn? Krass durch die Beine. Digga, ist das eine Pussy oder was? Ey, was soll das? Wir gehen hier nicht raus, bis wir gewinnen. Digga, das ist eine Pussy im Tor, ey. Was ist das denn?
Komm schon, Mann. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Schon wieder 5! Mac. Das ist schon mal sehr gut. 2 Tore noch. Nein, nein! Das kann doch nicht sein, ey. Das ist nicht wahr. Hund! Guck mal, 3-0-Führung. 3-0-Führung, Alter. Langsam reicht's. Komm, ein Tor brauch ich noch. Sehr schön gemacht. Komm schon. Ah, schade. Nein, letztes Tor entscheidet. Letztes Tor entscheidet. Jawohl. Endlich. Good session, lads. If that's how we're gonna train, things gutes Training, Jungs. Wenn ihr so trainiert, bleibt das schon alles. Jungs, du warst heute der Beste. Mach weiter so. Yeah, also geht doch. I'm telling you, pal. You'll see your profits double in a month. 2 tops. You right, mate? So, have we got a deal? Sweet. Sweet, yeah. I'll swing by with the paperwork to Salvo. Yeah, all right, Sam. Bye. Bye. You, my friend, are the new face of Macmillan's Fish and Chip Shops. Yeah, I've sorted you. All the fish and chips you can eat. 28 locations across England. Just call me the Don of Deals. You mean Macmillan's? Macmillan's, yeah. Fish and Chip Shop. Millie's, yeah. Like the place we used to eat every day. Yeah. Millie's. The very same. That is awesome! Yeah, and they're giving you a choice between a radio commercial and a photo shoot for ads in print. Like, you know how it is. Which will it be? Zentrale Entscheidung. Im Laufe ihres Journey-Abenteuers werden Charaktere mit wichtigen
Entscheidungen im Kopf vertritt. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen. Also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Radiofotos. Fotos machen wir, oder? Radiofotos. Ah. Ja, machen wir Fotos. Oh, you've got it. That's what I've always said. Mate, get me in front of that camera. Hey. Ah, nice one. Hey. Adidas is next up, I'm telling you. Build up your reputation, few trophies, few more man of the matches, and the Williams will be a household name. Maybe that's Adidas now. Yeah, maybe it is, Robert. Danny boy, the pipes are calling. Oh, look, it's Roger the Dodger, business manager extraordinaire. It's Ringo, pal. Oh, yeah, my mistake, of course. Nobody has ever called you Ringo. You can't just make up your own nickname. It doesn't work like that. You what? It's what all the lads called me at school. When? When I was playing the drums? Hello? It's from... You played the triangle once in the school orchestra and you got that wrong. Nah. Oh, it was twice. So how is business? Actually, very good, Michael. Roger here has just got me Ringo. A brand new endorsement. McMillan's fish and chips. We used to eat there all the time back in the day, didn't we, Roger? Yeah, we did. Ringo. Yeah, well, speaking of deals, I just got a meeting in the diary about your contract extension. Day of the last pre-season game. Right. So, play out your skin in the Far East, and we could be in business. No pressure, eh, Paul? Your future depends on this, Danny. Okay, Freunde, wir müssen uns für Alex Hunter entscheiden, welches Team wir sind. Ah, schwierig. Aber waren wir nicht bei FIFA 18 The Journey bei Bayern oder so? Keine Ahnung. Also, Atletico bietet 27.000 Euro in der Woche, Bayern 28 und Paris in der Woche 25. Aber wir entscheiden uns für die Bayern. Da das Geld sehr verlockend ist, obwohl wir das nie sehen werden. Won't be the same around here without Dino. I trust we're all feeling rested and are ready to work. Because today we train. So, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Ihr seht diesen Teil in der nächsten Folge von FIFA 19 The Journey. Jetzt haben wir alle drei Charaktere in ihre Vereine zugewiesen. Und ja, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Die nächsten Folgen werden auch auf jeden Fall kommen. Und ja, ich weiß es nicht. Jetzt Sonntag wird das auf jeden Fall kommen. Also heute kommt ja die erste Folge. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die nächste Folge kommt, aber ich werde auf jeden Fall euch Bescheid sagen. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video noch und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Heil jetzt draußen. Ciao.